Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Wir wollten an Schafstall, ne? Wir sollten jetzt mit dem Schafstall anfangen. Dazu brauchen wir noch ein bisschen Holz. Es ist schon wieder Nacht. Das gibt's ja gar nicht. Dann holen wir McKay mal wieder. Welches Level hast du jetzt eigentlich? 4. Okay, das ist ja noch nicht so wirklich hoch. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir hier ja schon ein bisschen mehr Licht. Was ja ganz praktisch ist. Wir haben so bei den Kaninchen so überhaupt gar kein Licht, ne? Außer in den Hütten. Da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, auch noch ein bisschen mehr Licht reinzumachen. Müssen wir mal schauen. So. Ach, da haben wir die Mauer noch gar nicht wirklich fertig, ne? Das sollten wir noch auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Hecke machen. So. Ein bisschen Hecke. So. Können wir das ganze Ding hier abholzen. Den ollen Stummel da. So. Dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Das bisschen noch auffüllen hier. Ja. So, dann noch mit der Mauer ein Stückchen weitergehen. Auf jeden Fall bis hierher. Und dann weiß ich noch nicht genau, wie man das hier am besten macht, weil hier müssen wir dann ja irgendwie wieder runter. Würde ich eigentlich dann irgendwo hier dann runtergehen oder so. Mal schauen. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das werden wir dann sehen. Wie das auch am besten alles passt letztendlich, denn jetzt muss hier ja erstmal der Stall hin. So, oh Gott, hier sind Schafe, ja, die können wir alle dann gleich einfangen und mit in den Schafstall machen. Och, McKay, jetzt bist du schon wieder im Weg, komm mal weg da. Genau. Schaf, du bist auch im Weg, das ist dir auch klar, ne? So, okay. Mehr machen wir erstmal nicht, das wäre also, bis hier wäre es gerade. Dann könnte man davor eigentlich den Schafstall stellen. Ist der groß genug dann? Sollte eigentlich, ne? Wir haben ja, das ist ja eigentlich auch, Schafe gehören ja eigentlich in Außenhaltung. Und brauchen halt nur im Winter einen Stall. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so mega viel Wert drauf legen. Okay, wir gucken mal, wie weit wir kommen hier. Ich würde genau hier anfangen. Also hier. Ja. Ah, dann kommt man nicht mehr umzu. Nee, das ist doof. Ich würde schon gerne einmal so haben, dass man umzulaufen kann um die Gebäude. So. Okay, die Frage ist, wie machen wir das? Ich hätte das gerne so, dass man quasi hier in der Mitte den Eingang hat. Einmal auf die Seite rüber und einmal auf die Seite rüber. Und dann könnte man da noch ein kleines Getreidelager oder so hinmachen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Wir gucken mal. Schaf, du bist im Weg. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie das Ganze so ein bisschen gleich hinbekommen. Jetzt mal hier erstmal Erde nehmen. 2, 4, 6, 8, McKay. So, 6, 8, 10. Und dann gucken wir mal von hier hinten. 2, 4, 6, 8, 10.
11, 11. Und dann haben wir hier 5. 5 finde ich gut. Ungerade finde ich gut. Das gefällt mir. Machen wir da hier. So. Und dann ist das hier tatsächlich nicht so wirklich groß drin. Das finde ich ganz gut, dass wir das hier tatsächlich ein bisschen kleiner halten. Ja. Habe ich eigentlich Schaufel dabei? Ja, habe ich dabei. So, dann da weiter. Wir können das ja so ein bisschen länglicher machen. Müssen wir mal schauen, wie weit wir das Ganze hier machen. So. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Wow, das ist schon fast zu groß. Das ist schon fast zu groß, oder? 2, 4, 6, 8, 9. So, hier hätten wir eine 10er. 10 ist zu wenig. Das wäre jetzt 10, ne? Moment, ich brauche mal eben hier nochmal Erde zum Abzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ach Mensch, Zombies, nervt mich doch jetzt hier nicht beim Zählen. Das ist nicht nett. Das ist total unnett. So. Ja, das finde ich gut. Ich denke, das ist eine gute Größe. Wie gesagt, die sind sowieso überwiegend draußen oder sollen eben draußen sein. Der Stall soll gar nicht dafür da sein, dass die da immer drinne sind. Jetzt haben wir hier so viel Platz, finde ich. So viel Platz vor. Das ist vielleicht nicht der richtige Standort für den Stall. Vielleicht ist der Standort hier besser. Und dass wir hier und dann da die Weiden rausmachen. Aua! Ha, das hast du davon. Jetzt brennst du. Der hier noch nicht. Noch nicht. Ha, wäre das besser? Da haben wir ja auch eine relativ gerade Fläche. Was haben wir denn hier an Breite? Wir probieren das einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay. Mal eben schnell was futtern. 29 brauchen wir. Weil letztendlich können wir ja auch hinterm Schafstall ruhig ein bisschen mehr freilassen. Muss jetzt ja nicht unbedingt nur einer sein. 29 habe ich gesagt, ne? Beginnen wir mal hier. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ne? Zehn. 12, 14, 16, 18, 20, 21. Na toll. Das passt natürlich hier nicht so wirklich hin. Okay, aber das fände ich besser, glaube ich. Ja, aber dann kann ich nämlich hier schön Außenbereich machen und da eben auch. Ja, das, doch, das ist besser. Das ist um einiges besser. Wir setzen es aber hier eins weiter rüber. Ja. Dann kann man hier hinter nochmal einen Baum hinstellen oder so. So. So, das müsste jetzt hier alles genau passen. Dann weiß ich, jetzt zählen wir da nochmal ab. Da weiß ich jetzt gar nicht, was wir da gemacht hatten. Die Mitte war 5, das weiß ich wohl noch, aber hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Das sind 9. 9 und 13. So. Hä? Was habe ich denn hier gemacht? Das kommt ja vorne und hinten nicht hin. Habe ich mich so derbe verzählt? Oh. Elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, ich habe da glaube ich nur 21 gemacht, ne? Oh, oh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ja. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ja, der passt da nicht wirklich mehr hin. Geht der noch auf der anderen Seite, sonst müssen wir es noch eins weiter nach vorne holen. Nee, geht auch nicht. Holen wir es eins weiter nach vorne. Wir kriegen das schon irgendwann noch hin hier, dass das alles passt. Es ist immer ein Gediftel, bis es dann alles richtig ist. So, und jetzt zählen wir nochmal. Das sind 2, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dann sollte das jetzt ja eigentlich hinkommen. So, dann zählen wir das Ganze jetzt nochmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, jetzt haben wir zu viel. Haben wir hier 5, oder? 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bin ich mir sicher, dass das so richtig war? 9, 10 habe ich hier. 6 habe ich da. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Das passt, aber wir haben uns hier, also beziehungsweise ich habe mich da verzählt, also es sind 10. So, und dann hier 5. 1, 2, 3, 4, 5 und dann passt das Ganze auch wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. So. Das sind dann 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 hatten wir gesagt hier, ne? Genau. So, jetzt brauchen wir Holz. Dann holzen wir das da ab. Und ich denke, das ist jetzt der richtige Standort. Also da haben wir jetzt ordentlich Platz für Weiden. Das ist ja nun ganz, ganz wichtig, dass die viel Außenplatz haben. So. Okay. Haben wir das hier jetzt gleich wieder weg. Und dann können wir das auch erstmal dran bauen, das Holz, und dann machen wir uns einfach ein bisschen neues Holz. So. Okay, schon wieder Hunger. Genau.
Okay, so, dann machen wir hier, also hier dann den Eingang in den Stall auf jeden Fall. Würde ich hier irgendwie reinmachen. So, dann sind das zwei. Und dann haben wir hier auch zwei. Und dann können wir nämlich hier schön noch ein kleines Lager reinmachen. Da können nämlich Scheren rein und Getreide. Sowas in der Richtung eben, ne? Das kann man schön damit lagern. Okay, dann wird das Ganze hoch. Ich würde das Ganze, denke ich, ich weiß nicht, wie hoch machen wir das. Beim Pferdestall haben wir, glaube ich, drei oder vier hoch gemacht, damit es nach was aussieht. Würde ich hier auch machen, weil ich fände das schon schön, wenn wir Fenster mit reinmachen können. Die würde ich gerne auf diese Höhe machen. Und dann wäre auf jeden Fall das hier zu sehen. Und dann müssen wir auf die Höhe. Genau, und hier setzen wir das Dach dann an. Ich denke, das ist okay. Und das Dach machen wir diesmal. Nee, machen wir genau wie beim Pferdestall. Finde ich gut. Oder? Ja, machen wir so. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein paar Akazien. Brauchen wir ordentlich Holz, um da voranzukommen. Ich würde dann die Außensachen, also die Weide, würde ich dann in Schwarzeichenholz wieder machen. Oder wir wechseln ab. Das wäre ja auch mal eine tolle Sache. Bei den Kaninchen habe ich ja auch schon so ein bisschen gemixt, ne? So ein bisschen Holz gemixt. Können wir hier ja eigentlich vielleicht auch machen, dass wir es nicht alles so einheitlich haben. Oh, der ist aber hoch hier. Da. So. Ist da noch irgendwo was? Nö. Gut. So. Na, wächst du mal? Schönes Knochenmehl. Da haben wir alles raus, oder? Da ist nichts mehr. Ja, ich glaube, das ist alles raus. So, dann gucken wir mal, wie weit wir mit dem Holz hier kommen. Es wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Ist auch die Frage, wie machen wir das hier vorne? Ich würde hier ganz gerne halt weit offen lassen, viel offen lassen. Da würde ich gar nicht so einen Erker machen, wie wir drüben haben, glaube ich. Müssen wir mal ausprobieren, wie wir das am besten machen. Also das Holz ist schon fast wieder alle. Da brauchen wir noch ordentlich was. Okay. Gut. Ich würde hier noch mal ein paar Fackeln stehen lassen. Da sind ja schon welche. Okay, ja, dann machen wir noch ein paar Akazien. Das war's da. Und da glaube ich auch. Da könnte auch noch was drin hocken hier. Ne. Okay. Dann die nächste. So, da will ich auch ran. Komme ich nicht ran. So.
Eine noch und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Oh, da ist noch mehr. Aber dann war's das. Ja, sieht gut aus. Okay. Okay, so, dann gucken wir mal. Wird zwar immer noch nicht reichen, aber ein Stückchen weit kommen wir vielleicht. Und da haben wir noch ein bisschen was. Aber so langsam kommen wir da aufs Ende zu. Da hinten ist ein Hase. Aber wir hatten einen braunen, ne? Das war ein brauner. Kein cremefarbener. Wir gucken gleich mal, ob unsere noch da ist. Das machen wir jetzt als erstes, dass wir gucken, ob unsere Kaninchen noch da sind. Sonst müssen wir da eventuell noch ein bisschen höher bauen. Falls sie da irgendwie rüberkommen. Hallo. Ich habe euch da mal eine Mauer hingepappt. So. Hallo? Da. Nee, die ist da. Da ist sie. Und einer fehlt noch. Ein Hase fehlt. Da. Moppel. Okay. Alle da. Alle da und es geht allen gut. Also ist das nicht unseres da hinten. Das ist ja schon mal erfreulich. So. Jetzt haben wir auch gar kein Knochenmehl mehr bei. Nur noch ein bisschen. Ah, wir haben aber noch Knochen. Okay. Die habe ich vergessen. So. Ich sehe gerade, dass der Part schon wieder zu Ende ist. Na gut, dann müssen wir den wohl gleich beenden. Aber erst holzen wir hier den Baum noch fertig ab. So, das sollte reichen. Ist alles raus? Ja, das sieht so aus. Okay. Dann stellen wir uns hier in den Schafstall und ich würde dann... Ja, du bist schon genau richtig. Und ich würde dann hier den Part beenden und im nächsten machen wir dann weiter mit unserem Stall. Also bis dann. Ciao, ciao.